ist Ihr Lokalfernsehen aus Nordwest-Mecklenburg mit dem Studio der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein. Heute im Studio Laura Weindorn. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 28. Sendung 2016. Heute sind wir an unserem Schnittplatz in der Birkenstraße Bad Klein. Wir Schüler der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend laufend zu sehen. Die Sendegenehmigung hat daher ein Verein Bad Klein e.V. Heute bin ich, Laura Weinern, für die Moderation und den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera war in den Händen von Julia Mannerow. Was haben wir heute im Programm? Wir waren mit der Kamera in Fanschuh beim Dorffest. Die Kita in Bad Klein feierte das Sommerfest. Aus Wismar haben wir die Nachrichten zusammengestellt von Wismar TV. Jetzt habe ich zu den Infos aus der Region, unter anderem die Notfalltelefonnummer des Weckerbandes und der Wimmercom in Schwerin. Bad Kleinfahrt, wir stehen heute im Pento beim Dorffest von Pento und Klickham und schauen wir mal, was hier so passiert. Fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Ich kann das. Hallo Ramona. Hallo. Was ist das hier heute für eine Veranstaltung? Wir feiern heute 781 Jahre Fanschuh und Kleekamp. Okay, und was machen Sie hier so? Wir werden jetzt gleich mit einem Volleyballturnier starten und Federball wird gespielt. Und am Nachmittag haben wir ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene mit vielen lustigen und schwierigen Aufgaben. Okay, ist es was für groß und klein? Es ist für groß und klein und die Spiele, die wir spielen, können groß und klein spielen. Okay, das hört sich ja ganz gut an. Was meinen Sie, kommen heute viele? Ich hoffe sehr, dass die Fanschuhe, die Kleekamper und noch viele andere Leute, die einfach mal Lust haben, Fanschuh kennenzulernen, heute vorbeikommen. Ich wünsche viel Glück. Ich danke sehr. Ich würde jetzt ganz gerne euch alle ganz recht herzlich begrüßen zum Sommerfest 2016 in Fanschuh. Ich hoffe, dass uns das viel Spaß machen wird, dass wir Freude haben werden. Aber nichtsdestotrotz, jedes Mal überlege ich mir, was kann man überhaupt mal erzählen zu so einer Veranstaltung? Das fällt mir immer schwer. Aber heute Morgen, durch Zufall, habe ich ein bisschen Zeit und lese die Zeitung. Und was muss ich in der Zeitung lesen? Jesendorf muss das Strandfest absagen, weil das Geld dafür einfach fehlt. Jetzt noch einmal, an alle, die hier mitgewirkt haben, an alle, die hier so fleißig gespendet haben, die den Tag ermöglichen, ein riesengroßes Dankeschön und einmal Applaus. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Einen wunderschönen Tag, viel Freude, Spaß für alle, vor allem für unsere Kleinen auch dazu. Okay, wir haben heute die Chance gehabt, durch die vielen Unterstützer für diese Veranstaltung, dass wir auch etwas zurückgeben können, auch für die Bürger. Wir haben heute Spiele hier, die wir anbieten und es können wirklich tolle Preise gewonnen werden. Und darüber hinaus, Landwirtschaft ist hier bei uns natürlich ein großes Thema. Wir sind umgeben von Landwirtschaft, wir leben aus der Landwirtschaft und mit der Landwirtschaft. Wir haben heute Wettmelken und ich erhoffe mir sehr, dass wir nicht nur kleine Kinderhände, sondern auch die, die es früher mal beruflich gemacht haben oder auch die, die es einfach mal ausprobieren wollten, sich dort zu einem Wettmelken messen. Also viel Spaß. Die Kindertagesstätte Hummelnest in Fanschuh und wir haben ein kleines Programm für Sie vorbereitet. Und ich denke mal, wir wollen gleich loslegen, ne? Ich sag mal, die sind alle ganz schön aufgeregt heute. So, es war einmal ein liebes, kleines, wunderschönes Mädchen, die ihre Oma besuchen wollte. Die Oma wohnt im wunderschönen Wald von Fanschuh. Das Mädchen hat ihre Oma sehr lieb und so machte sich auf den Weg mit einem lustigen Lied auf den Lippen. Ich gehe heute wandern, wandern, wandern. Ich gehe heute wandern durch den grünen Wald. Hier singen die Vögel hier. Das Mädchen kannte den Weg sehr gut, denn es ist schon sehr oft zu ihrer Oma gegangen. Doch plötzlich sah sie einen Baum, der ihr nicht bekannt war. Sie betrachtete ihn näher und staunte, wie schön er war und dass sich viele Tiere. Es haben da wohnen viele Tiere, große Spinnen, kleine Spinnen, Käfer in der Rinde zünden. Schau es dir doch an und freue dich.
Das Mädchen ging weiter, volle Freude, und sah einen kleinen roten Käfer durch die Luft fliegen. Der Käfer flog herbei und das Mädchen konnte seine Punkte zählen und ließ ihn. Alle freuten sich, dass alles noch mal gut ausgegangen ist. So, und ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Das war mein Beitrag vom Dorffest Fenjo-Kleekamp. Mit diesen Bildern gebe ich zurück in die Redaktion. Hallo, hier ist Astrid. Ich berichte heute von dem Ritterfest im Museum Dorf Mecklenburg, welches am 9.10. Juli stattgefunden hat. Dort hat ein Ritterdorf aufgebaut, in welchem dargestellt wurde, wie die Ritter früher lebten, wie sie Essen zubereiteten oder auch wie sie Wettkämpfe ausführten. So war zum Beispiel ein Ritter auf einem großen Ross, welcher dann versuchte, mit seiner Lanze Ringe einzufangen oder ein Hindernis zu beseitigen. Weiterhin waren Bogenschießen wurde dort angeboten, dann ein Wikingerkarussell. Es waren dort mittelalterliche Klänge zu hören. Man konnte Axtwerfen machen. Es gab natürlich auch Getränke und es war ein Feuer dort in der Mitte aufgebaut, wo man auch Speisen zu sich nehmen konnte. Weiterhin konnte man Gewänder kaufen und auch Leder. Das ganze Programm war für große und kleine Ritter oder Wikinger ausgerichtet. Kleine und große Ritter und Wikinger hatten dort sehr viel Spaß. Man konnte sich dort den ganzen Tag aufhalten, weil immer wieder eine neue Attraktion geboten wurde und neue Dinge gezeigt wurden. Das war sehr interessant und hat auch ganz viel Spaß gemacht. Das war mein Bericht vom Ritterfest in Dorf Mecklenburg und ich gebe zurück ins Aufnahmestudio der regionalen Schule in Bad Klein. Bad Klein für heute. Heute in der Kita Bad Klein natürlich. Und ja, fangen wir mal an und gucken, was so passiert. Wir lassen uns einfach überraschen. An der Kamera ist Julia. So, ich glaube, wir haben jetzt lange genug gewartet. Es stehen noch ganz viele am Einlass. Die lassen wir natürlich sehr gerne rein und wollen jetzt unser Fest eröffnen. Herzlich willkommen allen Kindern, alle Gäste, alle Eltern, alle Großeltern. Einen großen Applaus an alle Helfer, an den Ständen, an den Elternrat. Und hinter mir stehen schon Vertreter vom Elternrat der Kindertagesstätte, die heute das Fest vorbereitet haben und mit uns zusammen feiern wollen. Und deshalb wollen wir noch mal ein kleines bisschen dazu sagen, bevor wir zu den Stationen starten. Viele Stationen habt ihr schon gesehen und wir haben heute ein Thema uns gedacht und ich merke schon, hinter mir gehen immer mehr welche zurück, aber ich würde mal Anja bitten, das Thema kurz zu erklären, worum es heute geht. Wir haben das Thema rund um die Welt heute aufgegriffen und wollten einfach mal ein paar Spiele aus aller Welt von allen Kontinenten haben wir ein paar aufgegriffen und haben gedacht, wir gucken mal mit den Kindern, was so draus wird. Zum Beispiel das Känguru-Saarküpfen für Australien, Kinderschminken ist hinten bei Afrika, Tattoos machen, Haare flechten, um eine Ecke rum ist das Angeln, eine Hüpfburg, der Hotdog-Stand, Eis ist da. Ich denke, es ist für jeden ein bisschen was dabei. Genau, und für das leibliche Wohl, habe ich gerade gehört, ist auch ganz toll gesorgt. Also ich bin dann nachher am Grillstand und würde mich für die Steaks verantwortlich fühlen. Also wer mich nicht erkennt, also Amerika lässt grüßen. Und ganz viel Kuchen und Kaffee und Getränke haben wir auch für Sie vorbereitet oder für euch, liebe Kinder.
Und wer sich nachher etwas Wasser zu Gemüte führen möchte, den möchte ich bitten, die Deckel von den Wasserflaschen an den Stand, schauen Sie mal da hinten, an den Wasserstand abzugeben, weil Frau Möller, die hält das schon groß in der Hand. Da sammeln wir schon seit einiger Zeit für die Kinderlähmung. Und zwar wollen wir die Kinder, die an Kinderlähmung erkrankt sind, unterstützen. Und da brauchen wir jeden einzelnen Plastikdeckel. Das wäre ganz toll. Frau Möller würde, wenn Sie die Deckel abgeben, da hinten auch noch mal was sagen. Carla, nimm mal die Hand hoch, dass Sie wissen, an wen Sie sich wenden können. Das wäre ganz toll. Dann tun wir heute auch noch was ganz Gutes dazu. So, jetzt wünsche ich allen viel, viel Spaß. Die Laken am Tipi, habe ich vorhin gehört, die dort am weißen, am großen Klettergerüst auch angemacht worden sind, die können daher auch noch bemalt werden. Und zwischendurch haben wir noch kleine Aktionen geplant, zu denen wir sie dann immer, die alle Kinder zusammenholen mit den Eltern. Und dann können wir uns gemeinsam, ja, gemeinsam unseren Aktionen widmen und ganz viel Spaß zusammen haben. Komm her. So. Bitte. Das war mein Beitrag vom Kindergartenfest in Bad Klein. Für den Ton und die Kamera war Julia verantwortlich. Und mit diesen Bildern gebe ich zurück ins Funkhaus. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm laufend zu sehen. Ihr Lokalfernsehteam der regionalen Schüler am Schariner See. Und tschüss, bis zu meiner nächsten Sendung. Ihre Chefredakteurin von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen. Ach so, in der nächsten Woche haben wir Berichte vom Königsangel in Bad Klein. Und tschüss. Hier ist Wismar TV mit den Kurzmeldungen. Zwei Touristen aus Bayern haben am Freitag in Wismar geistesgegenwärtig bei der Aufklärung einer Gewalttat geholfen. Die beiden Besucher der Stadt hatten beobachtet, wie ein 68-Jähriger in der Dankwartstraße von einer anderen Person hinterrücks mit einer Gehhilfe niedergeschlagen wurde. Sie kümmerten sich danach nicht nur um den blutenden Mann, bis der Rettungswagen eintraf, sondern machten geistesgegenwärtig auch noch ein Foto des Täters, dessen Namen die Polizei auch vom Opfer genannt bekam. Das Foto wurde als Beweismittel an die Anzeige gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen angefügt. Die Volks- und Raiffeisenbank EG hat zum 8. Mal ihren mit 6.000 Euro dotierten Stiftungspreis vergeben. Der Preis steht unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe und fördert Projekte aus dem Schwerpunktbereich der Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank, Jugend und Bildung, aber auch aus anderen kulturellen und sozialen Bereichen. In diesem Jahr entschied sich das Kuratorium dabei unter 19 Bewerbern für zwei Projekte, die jeweils mit 3.000 Euro bedacht wurden. Das erste war der Verein Lickedeler Neuburg, der Förderverein der Förderschule am Wallberg, mit seinem Projekt Kompetenzhund, bei dem es um tiergestützte Therapie geht. Als zweiter Empfänger erhielt der Kreisverband des Roten Kreuzes in Parchim 3.000 Euro für das Präventionsprojekt Baby Bedenkzeit in seiner schwangeren Beratungsstelle. Die Gewerkschaft IG Metall Küste hat die im Bundestag beschlossene EEG-Reform scharf kritisiert. Bezirksleiter Meinhard Geiken sagte dazu, dass eine Reduzierung der Ausbauziele für die Offshore-Windenergie quasi über Nacht zu einem Fadenriss in der deutschen Windindustrie führen könnte und unabsehbare Konsequenzen für Arbeitsplätze und Standorte mit sich trage. Deutschland drohe damit, seine Vorreiterrolle bei den erneuerbaren Energien zu verlieren. Mecklenburg-Vorpommern gehört als Windenergieland dabei zu den am stärksten betroffenen Standorten.
Mit einem Nachtragshaushalt hat die Landesregierung Ende vergangener Woche den Grundstein für einen verstärkten Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern gelegt. Mit dem Beschluss werden zusätzliche Mittel aus Rücklagen des Landes bereitgestellt, um die Kofinanzierung von durch den Bund geförderten Breitbandprojekten zu sichern. Infrastrukturminister Christian Pegel befürwortete die Freigabe von 300 Millionen Euro zu diesem Zweck und sagte, es mache mehr Sinn, das Bundesprogramm zu unterstützen, anstatt parallele Fördertöpfe zu schaffen. Auch Landrätin Kerstin Weiß befürwortete auf der letzten Kreistagssitzung das Programm. Es biete die Möglichkeit, vor allem die stark unterversorgten Gemeinden im Landkreis verstärkt in Angriff zu nehmen. Dabei soll auf eine Kombination aus Glasfaser, Kupfer und Funktechnologien gesetzt werden, um möglichst schnell eine Versorgung mit 50 Megabit zu erreichen. Das waren die Nachrichten.